die Helmhalterung fürs Headset brechen. Jedes Mal, wie ich das gelöst habe, seht ihr in dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute soll es um mein Helm-Setup gehen. Wie die Kamera drauf montiert ist und wie ich das umgebaut habe, seht ihr alles in einem anderen Video. Heute geht es darum, mein Headset an den Helm zu bekommen. Dazu habe ich mir bei Amazon diese Helmhalterung bestellt. Die kennt, glaube ich, jeder. Sind ziemlich günstig, 10 Euro. Und diese kleinen Pins hier, wie man so schön sehen kann, brechen jedes Mal ab, weil sie so dünn sind und gebogen werden müssen, damit sie darauf passen. Ich habe versucht, das ganz leicht mit der Schere jedes Mal zu biegen, um es raufzukriegen. Das war das Endergebnis. Was machen wir dafür? Ich habe mir ein weiteres Set extra für das ZTEC Headset gekauft. Das nimmt sich eigentlich genau gar nichts. Es sieht genauso aus wie die anderen, es ist genau dasselbe Material, die Maße sind auch gleich, steht einfach nur ZTEC drauf. Um das Headset an den Helm zu kriegen, werde ich dieses Mal diese kleinen Teile etwas breiter dremeln und etwas dünner, damit es einfach besser raufpasst. Dazu habe ich im Keller liegen einen originalen Dremel, aber ich bin zu faul, den rauszuholen. Darum nutze ich diesmal einen günstigen, den ich bei Action gekauft habe für 10 Euro oder sowas. Ist mit USB, ist zum Gravieren gedacht, aber funktioniert genauso. Und genau das seht ihr jetzt. Links der neue Helmmount, in der Mitte das Headset und rechts der günstige Dremel. Die Halterungen sind in der Breite zu dick und passen somit nicht in die Halterung der Aufnahmen und die Öffnung ist viel zu klein, es lässt sich nicht genug biegen. Deswegen werde ich genau diese Sachen jetzt wegdremeln. So sieht das passende Endergebnis aus. Es hält, passt, wackelt und hat Luft. Der Nachteil an diesen Halterungen, man kann sie nicht nach außen klappen. Das heißt, die Ohrhörer liegen jedes Mal komplett auf. Und was ich auch schon jetzt beim Handling mitgekriegt habe, sie lösen sich jedes Mal wieder. Man kann sie einfach jetzt raufklicken, was gut ist, aber sie lösen sich. Ich könnte sie, glaube ich, noch mal ein bisschen enger dremeln, damit es noch besser hält und sie nicht mehr abfallen. Aber ich werde das mal beobachten. Ich habe einfach Schiss, dass sie wieder brechen. Sind wir ehrlich. Das Ganze hat mich jetzt fast eine Stunde gekostet. Mit dem ganzen Anpassen und wieder raufpacken. Aber für den nächsten Spieltag ist der Helm erstmal fertig. Der Monty auch so einen coolen Helm? Ich danke euch soweit fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.